meine Damen und Herren, hier ist from Brazil, Nilson Faisal Pereira! Sein Gegenüber in der roten Ecke. Aus Düsseldorf, Sofyan Haç-Tagu! Alles kann. Oh, da ist der Takedown, gut getimed, aber bislang ganz gut. Ganz gute Balance von Haç-Tagu, aber jetzt ist er in der Luft und dann muss er auf den Boden. Jetzt kann er mal zeigen, ob er hier mit dem BJJ-Schwarzgurt mithalten kann. Stößt sich da noch mit einem Kniestoß. Ja, gut gemacht, starke Runde vom Brasilianer. Ja, und Haç-Tagu stürmt hier wieder hinterher, wie du es vorhin schon gesagt hast, Andreas. Und muss wieder zu Boden. Aber schöner Sweep hier, kurz vor Ende der Runde. Und er läuft die letzten 10, versucht es hier nochmal mit diesem eingesprungenen Punch und kriegt den Upkick. Und der ist nicht erlaubt gewesen. Und hier mehrfach den Meteoriten-Punch versucht von Sofyan Haç-Tagu. Das Problem ist jetzt irgendwann ausrechenbar und beim letzten Mal wurde er dann noch abgefangen mit dem Upkick. Das Pride Gym ist dazu in der Lage, das zu tun, ihre Kämpfer in der Pause so zu briefen, dass sie was anderes versuchen. Und da landet er den rechten Haken und folgt ihm aber hier in die Guard. Ich weiß nicht, ob das eine schlaue Entscheidung war. Ungestüm geht er da hinterher. Er macht das jetzt hier schlau. Hat jetzt seinen jugendlichen Heißsporn mal auf die Seite geräumt. Rennt aber wieder zu sehr hinterher. Aber landet auch gute Treffer. Und Pereira wackelt hier. Also was für ein Fight, das geht hier wirklich hin und her. Das können wir schon mal festhalten hier, diese Anfangsszene. Hat er gut getroffen, hatte Pereira angeschlagen, aber ist dann einfach hinterhergerannt. Und so ein bisschen aus Leichtsinnigkeit hat er sich hier auch wieder in seine Welt begeben. Der Großteil der Zuschauer hier auf jeden Fall hinter dem Düsseldorfer, der da eine große Fanschar mitgebracht hat, hier erneut auf die Bretter muss. Kurzer Ellbogen hier von Pereira. Der in einer guten Position ist hier, Side Control steigt über die Mount. Spielend in die Mount steigt. Meine Damen und Herren, das Urteil des Kampfgerichts. Wir haben kein einstimmiges Punkturteil zum ersten Mal heute Abend. Und damit küren wir den Sieger. Winner by Majority Decision. Aus Brasilien, from Brasilien, Nilson Pereira. Ja, und Majority Decision für alle, die nicht wissen, was das ist. Das ist kein geteilter. Also es ist ein geteilter Punktsieg. Zwei der Punktrichter haben diesen Kampf also für den Brasilianer gewertet. Und der dritte nicht etwa für Haç-Tagu, sondern eben unentschieden.